So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Scheiße, jetzt habe ich hier meine Uhr beendet. Ich muss doch hier drauf drücken und fortsetzen. So. Ich bleibe einfach hier hinter den ganzen Leuten und dann ist gut. Sind dann alle da? Ja. Ach so, der Rest geht ganz voraus. Immer alle stehen bleiben. Läuft neben Mali. Wer ist Mali? Okay, die Nachhut sollte vielleicht etwas weiter hinten laufen. Und nicht ganz so weit vorne. Das habe ich damals in Karoshs Zug falsch gemacht. Da habe ich ja, bin ich auch mit. War das Swiss? Habe ich doch, glaube ich, mit Swiss auch die Nachhut gebildet. Gut. Schaut kurz auf jeden. Blickt leicht in den Himmel. Er bewegt knapp seine Lippen und geht weiter. Müsste eigentlich auch gleich mal was essen. Bei 101 HP esse ich dann immer was. Slash me schaut mit Unbehagen die Klippe hinunter. Oh. Unbehagen. Mal halt noch ein bisschen Umgebungs-RP mit dazu. Wir machen mal hier F4. Sieht man das alte Lager? Nein. Obwohl, hier kann ich auch F3 machen. F4 ist ein bisschen viel. Ich laufe jetzt hier einfach neben... Oh, hier ist eine Parkour. Slash me, Mustard, das Parkour. Zieht seine Sichel. Immer wieder zusammen. Kommt zwar ein bisschen später im Mod, aber Mann! Was? Vor allen Dingen
wenn von hinten was kommt, sind wir echt am Arsch. Weil dann stehen die halt auch genau schon hinter uns. Slash me greift in seine Tasche und... Was? Auf den Klippen. Er deutet nach links. Schade, dass es hier keine Huren gibt. Was? Damals in Korinthshafen gab es so ein Haus. Hä? Was? Ich hab den Anfang der Konversation nicht mitgekriegt. Das ist geil. Eber, du hältst dich schön hinter uns. Mir ist jetzt schon bange, das kannst du mir wohl glauben. Wenn du dir ins Hemd machst, kannst du dich nicht konzentrieren und uns später versorgen, wenn was schief läuft. Also bewahr einen kühlen Kopf, trink eine Flasche Schnaps. Slash me. Mach ich noch nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Wo sind denn da welche? LOL! Wieso sind die draußen bei Tag? Was ist das denn? Scheiße. Schickt mich nie mehr zur Mine. Weicht leicht zurück. Vorsichtshalber zitternd seinen Stab vom Rücken. Lol, die klatschen die Skelette einfach um. Oh, eine Seraphis. Nein. Nein, das wäre nicht richtig. Oh Gott. Wie ich diesen Schrei hasse. Will in die Gruft gehen. Ich fass es nicht. Haben die was? LOL. 50 Stärke braucht der rostige Zweihänder.
Oh, hier gibt's Pilze. Der nimmt jetzt nicht die Pilze mit. Dann musst du den Felsen. Schau dort, was ist denn an dem Felsen? Habe ich eine RP-Info verpasst? Der Fels wurde mit schmierig-roter Farbe bemalt. Zu erkennen ist wie immer dasselbe Symbol, ein Auge mit zusammengezogener Iris. Es scheint so, als würden dich ca. 100 Augen anstarren. Da hinten lebt noch ein Skelett. Die Augen, Anwärter, zertrümmert die Schädel der Skelette. Rune hat mir keine Antwort gegeben. Aufgemalte Augen mit zusammengezogener Iris. Die umliegende Büsche streift. Er schaudert. Thank you.
Atsuko ist verwundet. Liegt auf seine hintere linke Schulter und dann an der linken Hüfte, das Slash mir nickt. Drückt es unter das Fell auf die Wunde. Da er nicht viel Blut im Fell erkennen kann. Jolle, Mann, das war knapp. Wo ist Batsuko? Wo ist Batsuko?
Ich weiß ja nicht, wie lange das hier Ich kann noch kämpfen, wohl da bin ich zu geschwächt im nächsten Kampf. Ich brauche einen Trank, um im. Und im Lager sehen wir uns die Wunden an. Slash mir nickt. Hier oder. Ohne. Sicher. Welche dabei. Dreht sich um. Dieser Valdit mit den schwarzen Haaren. Nimm diese erst einmal. Habe ich schon eine bekommen? Nein. Steht zumindest noch. Oh lol. Heiltrank. Ah, die kleinen. Sehr schön. Das freut mich. Hat Rune sich durchgerungen, die kleinen zu machen. Weil die sind fürs Wiederbeleben, reichen die vollkommen aus. Schmie stellt sich zwischen Matsko und Aidan. Ja, nicht jedem dabei. Jedem jeweils eine Fiole entgegen mit rötlicher Flüssigkeit. Ich hoffe, sie ist rot. Trade Heiltrank 1. Mustert Aidan nach Verletzungen. Weiß ja nicht, ob Aidan jetzt auch irgendwas davon getragen hat. Aidan hat nur eine Schramme an der Brustplatte. Slash Me geht wieder etwas mehr zurück. Ihr trinkt schon? Dieses widerliche Zeug. Thank you.
gleich Mi bleibt an Alex rechtem Arm hängen. Schau zu jenem. Entschuldigung. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben ja Batzko jetzt erstmal nur die Dings auf die Wunde gedrückt. Alex, das sieht Ewart kurz hinterher, sagt aber nichts und wendet sich wieder davon zu. Ha! Sollte schon ein Spiel machen, damit wir wissen, was uns da unten erwartet. Schaut grinsend zu Tara. Wenn da unten was ist, was wollt ihr machen? Kämpfen wird man mit dem schmalen Abgang nicht gut. Schon gar nicht mit Langäxten. Wie sollt ihr da spielen? Wollen die echt in die Gruft? Rennt rein und hofft, dass er früh genug rauskommt. Das ist Selbstmord. Was ist, wenn sie in den Engpass hier locken? Oder vor dem Engpass? Rücken wir zum Eingang der Gruft. Der will echt in die Gruft. Ey, sag mal, ist der wahnsinnig? Da drin der Schattenlord, der nimmt die doch alle auseinander. Ja, nun sind sie weg. Ich gehe da jetzt runter. Aber erst nehme ich die Pilze hier mit. Hier ist der Untote. Da ist nichts zu holen. Zu den Toten und Toten. Und schaudert. Ach, Adernuss. Welche Macht lässt sie wieder ins Leben kommen? Oh Gott. Oh, hier ist eine Waldbeere. Kickt den Schädel Richtung See, welcher sich im hohen Bogen über die Lichtung verschwindet. Was? Warte mal, die Gruft ist da vorne, ne? Der Eingang. Ich muss erstmal was trinken. Also das ist jetzt gerade schon etwas spannend.
mir scheißegal, komm hoch, Rune ist gerade von rechts ungeschützt. Ist das geil? Zu Naldor. Wir sehen halt eben nicht, was da unten los ist, ne? Na, so sehen wir doch wenigstens was. Oh Mann. Was ist da jetzt drin? Nichts. Natürlich können magische Wesen Magie nutzen. Was meinst du, was Luca ist? Ach, Gurus. Das war... Uhus. Das waren die Kleiderträger, ne? Mit der Glatze. Sowas in der Art. So, jetzt stehen wir hier rum und wissen nicht, was da vorne los ist. Sie haben ihre Waffen weggesteckt. Bortas ist verletzt. Wenn du denkst... Oh ne. Der Server ist weg. Okay, wir hatten unten am Haupttor Save Me gemacht. Bis gleich.